Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagdad, Soldat. Ich dachte, Sie würden mich fragen, Sir. Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando. Wir sind unterwegs. So, jetzt ziehen wir eben 7 von der Stellung da ab. Fühle mich viel besser. Manöver abbrechen, Delta. Und setzen da einen weiteren Scharfschützen hin. Sie von dort aus, Delta. Bin unterwegs. Ah, es erinnert mich total an so ein Strategiespiel aus der Ego-Perspektive. Ich muss den Schild des Störsenders deaktivieren. Konsolenhecken am An. Ja. 07 geht in Deckung. Okay, 07, komm mit mir. Wir gehen vor. Scorch, ihr bewacht mich alle. Das freut mich. Gut, jetzt sind wir auf uns alleine gestellt, Freunde. Also, ich meine, ihr und ich als präziser Tastendrücker. Diese ganze Spritzkacke auf meinem Pad immer. So, gebt mir Deckung. Okay, das hacken wir ganz easy. Ich meine, ich habe einen Bachelor in Informatik. Nicht. Das wäre aber schon voll cool. Bei der Telekom? Schilde deaktiviert. Sprengen wir den Störsender. Wir kümmern uns gleich darum. Sehr schön. Manöver abbrechen. 7 behält uns im Auge. Euch beide brauche ich. Boah, sehr schön, 7. Mann, ich meine, auch die KI-Freunde haben eine unheimliche Präzision. Die sind nicht, verbrauchbar. Ach, da müssen wir nicht. Bringen Sie einen Sprengsatz am Störsender an. Bin unterwegs. Position in der Sekundenkommando. Immer noch. Aktiv. Nicht schlecht. Angriffsformation einnehmen. Ja, Sir. So. 6-2 wird jetzt den Sprengsatz anbringen. Noch Deckung. Bombardieren Sie sie von dort, Delta. Geh in Position. Scheiße, jetzt müssen wir Scorch bewachen, sonst wird das hier nichts. Gott, ich hätte mir Zewa einpacken sollen. Ich bin mir sicher, Fixer hat Zewa dabei. Fixer, hast du Zewa dabei? Hast du Zewa dabei? Das war eine Befehlsfrage. Oh Gott. Zurück, Delta. Scheiße, ich bin der Tod. Zeigen einen großen Komplex in der Ebene unter Ihnen. Gehen Sie durch die Öffnung hinter dem Störsender. Ah, gut. Jetzt haben wir das langsam. Wir brechen auf. Eilen Sie sich, Delta. Hole Bagdad, Sir. Wer schießt denn da noch, um Gottes Willen? Was will der denn da hinter 7? Und warum reagiert 7 nicht? Diese Präzision dieses Gewehrs ist einfach. So, hier fehlt noch einer. Gönnen Sie sich ein bisschen Bagdad. Vor allem, die Kamera wackelt ab und zu, wenn irgendwo irgendwas explodiert und ich kann einfach nicht mehr zielen. Ich kann noch nicht mal auf den Bagdad-Tank zielen. Bagdad ist was Herrliches. Ich muss mir auch immer vorstellen, wie Bagdad so ist. Das ist so Wodka, das indiziert wird. Das Herz der Maschine. Wir müssen weiter runter. Wir sind genau hinter Ihnen, Teamleader. Aufpassen, ich habe vermehrte Feindaktivität in den Sensoren. Mein Knie! Auf der anderen Seite des Turms führen Lüftungsschächte in die Fabrik. Na klar. Meines Wissens kommen Sie über den Turm nicht in die Fabrik. Ich denke, Sie müssen sich etwas einfallen lassen. Wie? Ach, das war ja noch gar nicht die Fabrik. Kämpfer nähern sich! Schalten Sie sich von dort aus, Delta. Scheiße! Was zum Teufel war das? Die humorianische Eliteeinheit. Vorsicht vor Ihren Lasern! Wasser bereit! Toter Eingeborener. Feind am Boden. Von hier kriegen wir sie nicht. Gehe in Position. In Position. Stimmung gesichert. Ich meine, das Delta-Team macht das hier alles selber scheiße gut, ey. Ich brauch gar nichts machen. Präzisionsschuss abbrechen, Kommando. Wie aus dem Lehrbuch. Präzisionsschuss vorbereiten. Okay. Sie haben auf der Brücke eine Barrikade errichtet. Platzieren wir da noch einen Sprengsatz. Wo genau? Ist denn jetzt die Frage? Wo genau sollen wir da... Ah, das erledige ich. Delta, formieren Sie sich. Nee. Positiv. Sprengung abbrechen. Roger, Minen deaktivieren.
Ja, genau, so wollte ich das haben. Dann kommt 7 einfach zu mir. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, wenn 7 auch mal bei mir ist. Weil, wenn das hier erstmal weg ist, brauche ich jemanden zum Stürmen. Zurück, Deltas. Ah, prima. Schalten Sie sie von dort aus, Deltas. Weiter, Deltas. Und Achtern, Sie haben eine besteuert. Allzeit bereit. Oh Gott, ich brenne. Aber danke, dass du mir nochmal sagst, dass ich jemanden erwischt habe. So, ich kann Ihnen auch sagen, welches Ziel genau Sie eliminieren sollen. Hätte ich auch nicht besser gekonnt, Sir. Gehen wir weiter. Könnte ich den ganzen Tag machen. Bin unterwegs. So, jetzt vorne preschen, einmal hier ein Stich und da ein Stich. Das ist fast wie Surgeon Simulator. Ich muss nachladen, Freunde. Bitte lasst mich doch mal kurz nach. Gehen wir weiter. Das war lustig. Das braucht seine Zeit. So, lass dir... Oh, shit. Ich wollte gerade sagen, lass dir die Zeit, die du brauchst, aber komm, mach einfach schnell. So, und weg ist der Scheiß. Komm, den nehmen wir noch mit. Wow! Ich meine, 2-6, was soll denn das? Schalten Sie sie von dort aus, Data. Ja, Sir. Ach Gott, es leckt auch. Ich meine, das ist gerade etwas störend. Ah, ich gehe mal kurz aus der Rubrik hier raus. Aus dieser Rubrik leckende Computerspiele. Ich hoffe, das liegt jetzt echt nur an dieser einen Area. Oder es war einfach nur ein Problem, das aufgetreten ist. Es war einfach da und dann wir hätten es... Oh. Komm, das mache ich selbst. Da kommen wir nicht rüber. Wir müssen uns wohl eine eigene Brücke bauen. Tja, wie cool. Ah ja, die haben ja diese Schallgeschütz... Das ist gar kein Schall, das ist irgendwie so ein Ding. Kann ich hier Befehle geben, ne? Angriffsformation einnehmen. Ja, tatsächlich. Weg. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Oh Mann, ey, ich liebe die Typen. Eine gut platzierte Bombe am Fuß des Turms und schon haben wir eine Brücke. Natürlich, wenn es denn immer so einfach wäre wie in Star Wars. Ah, Fixer hat Probleme. Zurück, Deltas. Gut, wir warten noch bis 6:02 sein. Was wollen wir mehr? Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Akta. Ja, ja. So, Fixer holt sich jetzt noch was. Die Fabrik ist gegenüber ihrer aktuellen Position, Deltas. Und die humpeln auch immer, wenn sie schwer verwundet sind. Das ist immer sehr cool. Super inszeniert, finde ich. Dafür, dass das Spiel schon etwas älter ist, ich meine, 2005. Jetzt beschwert euch bloß nicht wegen Grafik oder etc. Das ist echt ein schöner Ego-Shooter, wie ich finde. Die Fabrik ist auf der anderen Seite dieses Lüftungsschachts. Los! Los! Zerstörung der Fabrik. Das Delta-Team hat einen Zugang gefunden und ist in die Fabrik vorgedrungen. Doch es wird nicht leicht, die Mission zu beenden. Mehrere wichtige Komponenten müssen identifiziert und zerstört werden, um der Druidenproduktion einen empfindlichen Schlag zu versetzen. In die Bereiche, die extra doll schmerzen. Los. Suchen Sie einen Computer und kopieren Sie die Fabrikpläne. Die metallischen Weichen. Ja. Man merkt schon wieder, dass ich vizemäßig wieder in höchster Topform bin. Radikale Umstrukturierung initialisieren. Platziere Sprengsatz. Ja, sicher. Deckung. Den Fabrikcomputer. Rot, rot, grün oder rot, grün, rot? Der soll der Sprengstoffexperte sein. Rot, grün, rot. Sprengsatz ist scharf. Deckung, Delta. Schätze ich einfach mal. Ein hübsches feindlicher Druide geortet. Warum habe ich eigentlich keine Granaten mehr? Ich habe die ganze Zeit schon keine Granaten. Gut, das wäre jetzt auch verschwendet gewesen, aber komm. Audio-Störung. Sorry. Die Musik ist auch immer sehr cool. Ja. Ach, die Druiden sind ab und zu echt süß. Sehr danke. Sehr danke. Ich will hier mal... technische Probleme. Sehr schön. Gut, das war's. Ich habe nur eben was geändert. Nee, ja. Öffnen Sie jetzt die Tür, Soldat. Gut. Ich fange jetzt an. Ich habe nämlich die beiden Tasten hier vertauscht. Gesichert. Episch. Aufpassen.
Voller Schleim. Mit dieser Konsole haben Sie Zugriff auf den Hauptcomputer der Fabrik. Sobald die Verbindung steht, kann ich die Türen öffnen. Da muss ich mich jetzt wieder dran gewöhnen. Ich hasse das. Oh Gott, ja, ein Superkampf. Und keine Granaten. Oh Mann. Ja, komm, den steche ich einfach nieder. Ach Gott. Oh Scheiße, hilft da mal einer, 2-6 bitte. Ah. So, okay. Öffnen Sie jetzt die Tür. Nein, ich will das selber machen. Ich hasse es, wenn das nicht funktioniert. Okay, ist auch eine wunderliche Bombe. Ach Gott, ja. Wo habe ich jetzt eigentlich plötzlich wieder die Granaten her? Oh, sorry, 7. Ah, dafür hatte ich den gebraucht. Das ist die erste Stromleitung. Wir müssen weiter runter. Ziel eliminiert. Das hat perfekt funktioniert. Finde ich gut. Okay. Da hinten ist noch so ein Bagdad-Spender. Wir brechen auf. Den will ich mir mal kurz zu Gemüte führen. Bevor wir weitergehen und E zum Regenerieren gedrückt hat. Nee, was ist Auftrag? Zerstören Sie die erste Stromleitung. Okay, das wird schon nicht so schwer sein. Dann nehmen wir doch mal den Sniper. Ich will jetzt mal krass snipern hier. Wow, das sind ja auch einige. Scheiße, das sind echt viele. Wie nachladen? Momentchen mal. Ist doch klar. Ich hab mich da in einer gewissen Weise vertan. Kontakt mit Droiden. Alles gut. Ah, hier hätten wir Scharfschützen postieren können. Ist aber auch halb so wild. Ich meine, wir können ja auch super krass mit unseren Sturmgewehren. Hacken Sie endlich das Terminal-Kommando. Es ist so eklig. Jo, Jungs, ihr könnt auch schießen. Kein Problem. 07 geht in Deckung. Netzwerk geknackt. Los jetzt. Schön, schön. Gut, hier haben wir Bagdad-Tanks. Die brauchen wir nicht. Aber hier haben wir eine coole Waffe. Elite-Strahlenwaffe. Ah, okay. Die probieren wir doch gleich mal aus. Ist das eklig. Ah ja, da war ja mal was. Warum ist das nochmal so eklig? Ach ja, da hängt eine von einem Gioniasa. Oh Gott, da hängt noch die Hand von dem Freak drin. Oh Gott. Warum habe ich hier plötzlich... Na, ist ja auch absolut. Egal, ich werde... Boah, können die mal aufhören? Oh Gott. Das ist die zweite Stromleitung. Ah, warum macht er denn nix? Ich bin leicht überfordert von diesem Ding. Wie schießt es denn? Ah, wie cool! Oh Gott! Jetzt habe ich es verstanden, das Ding muss ich aufladen. Hinter uns ist was, oder? So wild. Ob ich wohl noch zum Bagdad-Tank komme da hinten? Nee. Gebiet sichern. Roger. Sehr schön. So, ihr bleibt da, ich gehe los. Ihr passt einfach auf, dass da keine Gegner kommen. Bitte lasst die Tür noch aufgehen. Tatsächlich.